Hallöchen, meine lieben Fußballfreunde, und ich heiße euch wieder herzlichst willkommen zu einer weiteren Folge von Anstoß 3. Wir sind jetzt in der Winterpause angekommen. Ja, dementsprechend, die machen wir auch jetzt. Ist halt die Frage, vielleicht schaffen wir auch noch ein paar Spiele, aber wird, glaube ich, schwierig, weil ich möchte gerne, der Brune kriegt erstmal einen Krankenbesuch. Wir haben hier jemanden auf der Beobachtungsliste, der Kandak. 1,2 Millionen wert. Ich werde jetzt einen Verhandlungstermin mit ihm vereinbaren. Der wird unser dritter DM. Ja, was mit dem Eicher betrifft, da bin ich jetzt am Überlegen. Der hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, ne? Das ist auch so eine Sache für sich. Elsrui, den würde ich gerne verlängern. Das steht außer Frage, machen wir auch. Ansonsten, Haji steht auf der Transfersliste, genau. Ja, der Eicher, ne? Da bin ich jetzt am Überlegen. Hat der vielleicht eine Option oder so? Können wir mal kurz schauen. Gucken wir mal. Ja, der möchte zu diesen Konditionen nicht verlängern. Hat er Option, hat er nicht. Okay. Was wir halt machen könnten. Wir gucken erstmal Jugendspieler. Da haben wir keinen Torwart. Okay. Ja, ich wollte die Jugendspieler hochziehen, ne? Obwohl, nee, ich war ja am Überlegen, ob ich das jetzt machen soll oder später. Hier der da. Ach, was mache ich denn da? Ich wollte ihn nicht 4 Wochen im Profikader testen. Ups. 10 Jahre Vertrag. Jo, sicher. Ah, der ist eine Mimose, ne? Das ist natürlich blöd. So kann man das nämlich sehen, ne? Eine Mimose. Ich weiß nicht, werden die dadurch auch verbessert, wenn sie auch 4 Wochen jetzt Dings machen? Naja, können wir ja mal kurz testen. Ja, deswegen, also Dalipi würde ich gerne reintun. Den können wir am Ende der Saison holen, den Hore. Schauen wir mal. Okay, sonst noch was. Elsrui, Kandak, genau. Ja, wegen Torwart. Dann können wir ja mal gucken, ob jemand Vertrag auslaufen hat. Schauen wir mal. Ja, das sind einige, ne? Stärke 7 Torhüter. Lisandro Lopez haben wir da. Mittleres Talent, 1 Jahr Vertrag. Flanken kann der nicht. Ist eine Kämpfernatur, aber auch, was war das andere? Geldgeier. Ja, Geldgeier ist immer, bin ich nicht so der Fan von. Hier haben wir eine Skandalnudel. Die kleine Nudel wollen wir auch jetzt nicht. Eine Skandalnudel. So, dann haben wir hier Navas. Saudi-Arabien herauslaufen. 1 Jahr Vertrag hat er noch. Allrounder, aber Star-Allüren. Das ist natürlich nicht so schön. Ansonsten hier, der wäre noch cool gewesen, aber der wechselt nach Man City. Spielt zurzeit bei SCR Alltag. Also die haben sich ein Schnäppchen gemacht. So, ja, ansonsten haben wir nichts, ne? So wirklich. Immer nach Tuta Rima, aber auch schon 25. Ist halt die Frage, ob er aufgewertet wird. Spielt bei Camboy Leuwarden. Spezialist und Leberwurst. Na ja. Ne, ist jetzt auch nichts so Gutes dabei. Zur Not würde ich den Eicher dann noch verlängern. Gucken wir mal, hat jemand fixe Ablöse? Schon mittleres Talent wäre schon nice, ne? So, Torwart. Ach, Torwart habe ich gerade gar nicht geguckt, ne? Habe ich Torwart geguckt? Hernandez, Spezialist und Integrationsfigur. Das ist eigentlich ganz nice. 1,65 Millionen, 23 Jahre alt, Stärke 7. Hier haben wir den Andrea Schuhen, Spezialist und Skandalnudel, okay. Ja, der Fernandes ist schon smarsch. 14,01 Millionen. Hier haben wir noch den Kirschke, Flankenkanne, 3 Jahre Vertrag, Hitzkopf und Heimspieler. Okay. Ja, wie gesagt, der Schuhen, ja, Skandalnudel halt, ne? Kevin Fernandes, Integrationsfigur und Spezialist. Ist schon ganz nice. Mittleres Talent ist immer gut. Ist aber 23 halt, ne? Wo spielt denn Dresden überhaupt? Wir können ja mal kurz gucken. Dresden. Wo spielt ihr?
Dresden, wo seid ihr? Dresden. Ah, hier. Ja, dritte Liga. Das heißt, der kann auf jeden Fall nicht sich verbessern. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Inländer oder Fußball-Inländer können wir auch mal gucken. Oder ich gucke nur Fußball-Inländer, weil Inländer habe ich ja schon geguckt. Dann haben wir nur den Navas, ne? Oh, der Rahmen. Fußball-Inländer ist der. Ja, stimmt, weil er bei der Huesca vorher gespielt hat in der Jugend. Deswegen Sergio Navas hat Star-Allüren, ne? Ah, Vertrag muss auslaufen. Katio. Ronaturm, flexibler Spieler, Grieche, Elfmeter-Töter. Ja, Stärke 3, okay. Hat nur ein Jahr Vertrag. Hat auch noch nicht gespielt. Von daher wird er auch abgewertet wahrscheinlich. Ja. Da läuft aber auch nichts rum. Ne? Kanazaki, Costa Rica. Fairer Vertrag, Schönwetterspieler, Führungsspieler. Spiel zur Zeit bei Leeds United. Okay, hat 11 Spiele gemacht. Ja. Duncan Kanazaki. Ach, der ist Innenverteidiger. Upsi. Ich habe schon wieder nicht Torwart eingestellt, ne? Ja. Der einzige, der wirklich so interessant ist, ist der Fernandes. Das Problem ist, der kann halt nicht aufgewertet werden. Kirschke ist genau das gleiche. Na, außer ich hole die jetzt eben. Na, nach uns direkt. Dann können die noch aufgewertet werden. Ah, Schulen ist Skandalnudel, ne? Da wirkt sich alles auf die Spiele aus. Marx haben wir hier noch. Ballsicherheit. 5 Jahre Vertrag, 2,12 Millionen. Kann sich nicht verbessern. Ja, werden Pokaltorhüter dann, ne? Allerdings, Spieler raucht, okay. Ja, wenn, dann würde ich den für nächste Saison erst verpflichten, ne? Wäre als Backup auf jeden Fall der Marx. Ne? 25 Jahre alt, hat schon eine gewisse Erfahrung. War bei Babelsberg in der Jugend, dann bei Nürnberg war der, da hatte auch keine Einsätze und jetzt bei AEK Athen. Können wir ja mal auf der Beobachtungsliste packen, können wir ja auch demnächst mal drum kümmern. Hier haben wir ja jetzt Kandak, Vertragsverlängerung, auch Behandlung und Elzrui. Da haben wir Vertragsverlängerung. Okay, so, wir gucken dann mal hier Korea. Wieder ein zweimal Gespräch. Kennen wir ja das Spielchen. Rashidi kriegt auch mal ein Gespräch. Ansonsten ohne besuchen wir ja jetzt. Polozzi kriegt auch noch ein Gespräch. Okay. Ja, 41 Millionen haben wir auf dem Konto. Stolze Summe. Haben wir hier sonst noch was, was wir machen können? Dalipi, genau. Vorinstinkt kann er mal üben hier. 4 Wochen ist er ja jetzt bei uns, ne? Gucken. Ich weiß ja nicht, ob er dann auch verbessert werden kann. Wenn ja, wäre richtig nice. Dann würde ich das immer machen in der Winterpause. Hätte ich die 4 Wochen teste und dann, ne? Kurz vor der Winterpause und dann zack, kommen sie hoch. Aber okay, wir machen jetzt erstmal weiter. Brune freut sich. So, Kandak. 1,2 Millionen, mittleres Talent, Kopfball. Wo spielt er denn überhaupt? Bei Magdeburg spielt er zurzeit. Wäre auch erst ab nächster Saison, ne? Oh. Heißt, er verbessert sich nicht, ne? Spielt Magdeburg. Wo spielt gerade Magdeburg? Ich glaube in der dritten Liga, ne? Einsätze in der ersten Liga. Da war bei Bayern, ne? Ja. Zweite Liga spielen die, okay. Ja, zweite Liga geht ja noch. Das heißt, er kann bis Stärke 9 verbessert werden, ne? Da ist auch die Frage, ob er das tut. Ja, aber wer ist sowieso als dritter defensiver Mittelfeldspieler geplant? Von daher ist er ja okay. Und kommen 1,2 Millionen, dann kann man jetzt auch nicht viel falsch machen, ne? Aber machen wir erstmal hier so 4.000, da machen wir weg. 4 Jahre hört sich auch ganz okay an. Mit Option natürlich. Ja, der möchte natürlich ein bisschen mehr. Wir gehen mal hier ein bisschen runter. Und hier machen wir wahrscheinlich 500.000. Ich denke mal, da wird den auch zusagen. Ja.
Hier gehen wir auch mal ein bisschen runter und dann, ja, da freut er sich wieder und ja, würde gerne verlassen. Stille Nacht, heilige Nacht, beziehungsweise nächste Saison erst kommen. Ein ruhiger, besinnlicher Abend, weit weg von den Niederungen des Profifußballs. Ist ja jetzt auch die Frage, ob der Kraus sich verschlechtert, weil er ja auch schon 30 ist. So, hier gehen wir mal ein bisschen höher, machen wir mal 3 Jahre Vertrag. So, natürlich mit Option. Ja, der möchte schon auf jeden Fall eine deutliche Lohnsteigerung haben. Wir machen mal 1,7 Millionen. Hier machen wir 24.000 erstmal. Ja, ne, okay. Das will er nicht. Okay. Das heißt, da müssen wir den nochmal einen Vertrag anbieten. Das Problem ist, die Moral geht jetzt halt ein bisschen flöten dadurch. So, Bierkerk. Wechsel von Athletic Bilbao nach Groningen. Dann haben wir Howard Bellis von Southampton nach Leverkusen. Juke von Hertha BSC nach Burnley. Broja von Alkmaar nach Liverpool. Und Magalhães von Bochum nach SV Ried. Nationalkader, ja. Ist da jemand neu, der vorher nicht da war? Ich glaube, Mbia, ne, war das, ne? Ich meine schon. Ansonsten so die üblichen, ne? Korea weiß ich jetzt nicht, ob der auch schon für Spanien war. So, Kandak, genau, da sind wir dran. Ach, guck mal. Ben Stardai. Trainingsfaul, ja, okay. Kostet halt auch mehr, ne? Von daher. Gut. So, mit Elsrui möchte ich gerne nochmal sprechen, falls er Bock hat. Er hat zurzeit keine Lust zu verlängern. Das heißt, wir müssen ein bisschen mit dem sprechen und dann. Ja, geht das wieder. Machen wir zweimal. Korea kriegt auch nochmal eins. Ebay. Elanga sprechen wir auch nochmal ein Wörtchen. Und ja, Prelek auch mal. Okay, dann haben wir das auch. So, auf geht's. Ab in die nächste Woche, ne? Fanclub-Treffen und Sponsorentag haben wir. Ja. Dann machen wir noch ein Trainingslager. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht, ja, wir liegen nicht auf ein Zimmer, bla bla bla. Können wir ja mal kurz gucken. Wo war das denn hier nochmal? Ah, hier Zimmerbelegung, genau. Ohne mit Abby. Keine Ahnung, da müsste ich mich jetzt einmal durchforsten hier, aber nee. Wenn die sauer sind, dann sind sie halt sauer, dann ist er halt so, mit Gesprächen kriegt man da wieder wett. So, die treuen Anhänger des Vereins sind zurzeit mit ihnen sehr zufrieden. Das freut mich schon mal, die Jugendarbeit wird ebenfalls sehr gelobt. Das ist auch schon mal schön. Ihre Sponsoren sind bisher mit der Leistung ihres Teams durchweg zufrieden. Wir bekommen für unser Geld durchaus eine angemessene Gegenleistung, meint einer der anwesenden Spitzenmanager. Sehr schön. So, loben. Ist der Finger oben? Wird eigentlich loben. So, EM-Qualifikationsspiele. Deutschland gewinnt 1-2 gegen Rumänien. Das meine ich. Abby, der schießt da so, der schießt da einige Buden, ne? Aber bei uns? Pff, nö. Meine ich. So, Türkei verliert 0-2 gegen England. Spanien gewinnt 4-1 gegen Luxemburg. Schweden gewinnt 2-0 gegen Niederlande. Und Israel verliert 0-2 gegen Österreich. So, Deutschland gut dabei. Auch dank eBay, muss ich sagen. So, Kandak. Schauen wir mal. Ja, der möchte einen guten Festgehalt, weil für ihn sagt er, oh, das ist mir ein bisschen schwierig hier, um auf Einsätze zu kommen. Schauen wir mal. Ja, der wechselt damit ab sofort für die fixe Ablösesumme von 1,2 Millionen. Aber wir wissen, dass das ja, wir wissen ja alle, dass das erst nächste Saison ist. Ne? Haben wir ja gesehen da unten. So, nationaler Pokal England haben wir hier auch noch. England, die haben halt so viele Pokale, ne? Das ist einer der Gründe, warum ich da so bei Anstoß zum Beispiel England meide. Die haben zu viele Spiele, ganz ehrlich. Da geht so schnell die Frische flöten oder Kondition. Nee. Da muss man auch wieder speziell auf dem Training achten.
dachten so, ey du, Wechsel von Sheffield United nach Nürnberg, Matet-Schläger von Crystal Palace nach Man United, Kandak von Magdeburg nach uns, genau, Dardai von Leverkusen nach FC Barcelona, Sascha Völke von WM Wiesbaden nach FC Granada. So, Prelig wird umworben, habe ich hier eigentlich nichts gegen, ne? Von mir aus kann der gehen. Also, ja, halten tue ich den jetzt nicht. Lavra, ja, auch eine Alternative, mittleres Talent, Laufstärke, Joker und Unruhestifte. Das wird natürlich wieder nicht schön. Aber, jetzt kommt das Aber. Wir brauchen... Genau, ich nehme dann den Dali-P. Machen wir so. Den nehmen wir als vierten Stürmer dann. Weil wenn Prelek jetzt geht, obwohl habe ich den nicht sogar auf der Transfersliste gehabt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. So, Vertrag verlängern. Esruhi, hast du jetzt Bock? Jetzt hast du Bock. Sehr schön. So, Haji, genau. So, Korea. Ah, der kriegt auch seine Motivation nicht ganz hoch. Ne? Esruhi können wir zweimal sprechen. So, mit Wood sprechen wir auch mal. Und mit Mbier sprechen wir auch mal. So. Ja, wann kommt jetzt die Auf- und Abwertung, ne? Ich hoffe nicht dann, wenn Dali-P auf einmal in der Jugendmannschaft wieder geht. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Ne? 39,37 Millionen haben wir auf dem Konto. Auch eine stolze Summe. Genau. Wir haben jetzt erstmal Trainingslager in Tibet. So, wir machen jetzt auf 1,7 erstmal. Hier machen wir 24.000. Hier machen wir 3 Jahre. Mit Optionen, nur erste Liga, ne? Machen wir erstmal alle Ligen, zack. Na, ja, da geht da auch schon wieder. Ja, machen wir 2 Millionen. Dann machen wir 30.000. Machen wir 28. Ein Handgeld vielleicht noch. Ah, der ist Geldgeier. Ah, ja, gut. Der ist Geldgeier, gut. Dann weiß ich Bescheid. Das sagt schon alles. Dann würde ich sagen, geben wir den nochmal 1 Million drauf. Oder machen wir 500.000. 2 Millionen. Nee, immer noch nicht. Der hat aber richtig, der ist aber ein richtiger Geldgeier. Melanie, die neue Freundin von Andreas Eicher, verlangt diesen alles ab. Er ist deshalb auf dem Platz zurzeit ein wenig müde und verliert 2 Konditions- und 5 frische Punkte. Ihr Spieler William Rashidi und Bilbao Abilio sind sauer, weil sie nicht auf dem gleichen Zimmer liegen dürfen. Ach ja, ist ja gut. Die 6 Tage könnte auch aushalten. Ne? So. Zack. Sprechen wir mit dem Elsrui wieder. Ja, wir müssen halt nochmal, ne? So, Alkmaar möchte den haben, ne? Gibt ein verbessertes Angebot ab. Ich will den ja auch nicht halten, ne? So. Ach so. Der hat eine fixe Ablösesumme von 3,87 Millionen gehabt. Aber ist nicht schlimm. Ist trotzdem eine gute Summe eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der Marktwert hatte, der Prelek. Weiß ich jetzt nicht so ganz. Aber können wir ja gleich mal schauen. So, Transfers. Lubaki wechselt von Braunschweig nach Glenavon FC. Dann haben wir Batstriginianis von Dortmund die zweite nach Freiburg. Lavra von Wolfsburg nach Villarreal. Dann haben wir Luca René Heinrich von WM Wiesbaden nach Granada. Auch ein cooler Name. Der Heinrich. Dominik Wanner wechselt von Elversberg nach Meppen. Dann haben wir Zapakidis von Fürth nach Sheffield United. Dann haben wir Pareja von Paderborn nach Burnley. Mogultai kennen wir auch noch, ne? Das war der, ne? So, dann haben wir noch Zemura von Dortmund nach Stade Rennes. Markus Thuram spielt auch noch von Düsseldorf nach Steaua Bukarest. Tuglu von Brentford nach Paderborn. Dann haben wir Lukas Sommer von VfB Stuttgart nach Regensburg. Querfeld von Getafe nach Ingolstadt. Dann haben wir Grant Leon Ranos von Darmstadt nach Girona. Prelek von uns nach Alkmaar. Der ist ja auch schon 30, das ist ja irgendwie, ne? Niklas Dorsch von Augsburg und TSV Hartberg haben wir. Okay, so. So, ich glaube aber nächste Woche müsste es langsam kommen mit der Auf- und Abwertung. So, Rashidi, reden wir mal kurz. Abilio, die Mimosen hier wieder. Genau, Polozzi. Dali-P reden wir auch mal, komm.
auch mal sein. So, Brune wird auch langsam wieder fit. Kai und Koritowski, mit dem reden wir auch nochmal. So. Dann versuchen wir wahrscheinlich in der nächsten Woche nochmal mit dem. Mit den Herren, sag mal schnell, Elzerui. Weil halten möchte ich den unbedingt, ne? So, Hallenturnier kommt ja jetzt auch. Wie sieht's aus? So, wir haben wohl auf jeden Fall schon mal Dritter. So viel steht schon mal fest. 290.000 machen wir gewinnen. Mbier war der beste Torschütze. Tobias Müller der beste Torwart. Aber von welchem Club, weiß man nicht. Das steht ja leider nicht dahinter. Wäre schön, wenn das eigentlich dahinter stehen würde. Genauso wie bester Torschütze. Gut, ich weiß jetzt, dass er bei uns spielt. Also die Gruppe Buben war Erster, dann Zweiter Worms. B, Gruppe B. Freiburg Erster, Zweiter Nürnberg, Punktgleich mit Gladbach. Aber Nürnberg kam am Ende weiter, wahrscheinlich wegen dem Torverhältnis. Ja, wir wurden Dritter, wie gesagt, und Nürnberg hat den ganzen Trubel gewonnen. Ja, 6000 Zuschauer waren da. Kein Grund, mit ihnen zufrieden zu sein. Warum? Wieder so schlecht, oder was? So, nationaler Pokal. Da geht es natürlich immer wieder weiter in England. Da wird gespielt bis zum geht nicht mehr, würde ich sagen. So, dann Xion Dobois von Benfica Lissabon verpflichtet. 33,6 Millionen gehen an Cambuai Leeuwarden. Oh, stolze Summe da. So, jetzt müsste aber Auf- und Abwertung kommen. Jawohl, jetzt. So, Andreas Eicher, wie sieht's aus? Der bleibt bei Stärke 9. Sinani kann eh nicht höher werden. Stärke 12 ist seine Maximalstärke. Ist ja auch nicht schlimm. Ist schon eine sehr gute Stärke. Stärke durch Talent auf 12 beschränkt. Reimel, wie sieht's mit dir aus? 30 Jahre alt. Da habe ich immer große Bange, aber bleibt bei 10. Das ist schon mal gut. Cometio. Wie war nochmal sein Talent? Ich glaube Mittel, ne? Bleibt bei 10. Korea. Er ist noch sehr jung. Das ist schon mal gut. Stärke 12. Geht aber nicht durch wegen seinem Talent. Bernsdorf. Wie sieht's mit dir aus? Bleibt bei 11. Elzrui. Wird aufgewertet auf 12. Das müsste sogar durchgehen, meine ich, ne? 13 geht nicht. Ne, auf 11 beschränkt. Ah, okay. Rashidi, wie sieht's mit dir aus? Kommen Werte auf. Nee, bleibt bei 9. Richtig schade eigentlich. Ramsey. Ich glaube, der hat seine Maximalstärke mit 11. Polozzi, wie sieht's mit dir aus? Hast du vielleicht eine Aufwertung? Jo. Der wird aufgewertet auf 10. Brune. Mal gucken. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Bleibt bei 9. Abilio. Wird aufgewertet auf 9. Vielleicht eine Doppelaufwertung. Jawohl. Doppelaufwertung auf 10. Wimmer. Richtig guter Spieler. Wird aufgewertet, aber geht eh nicht durch, weil er mittleres Talent ist, meine ich. Genau, Stärke durch Talent auf 10 beschränkt. Erlanga, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, der ist auch mittleres Talent. Bin mir aber jetzt unsicher. Ja. Leo Dolter, wie? Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Der wird aufgewertet, sehr gut. Tom Kraus, wie sieht's mit dir aus? Bitte keine Abwertung. Bitte, 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 bitte. Jawohl, bleib bei 10, gut. Golubitzki! Wird aufgewertet auf 10, das ist schon mal richtig gut. Ja, dann führen die einen Zweikampf, so gesehen. Oh, Abby, 80%ige Chanceaufwertung, so hoch. Hatte ich das schon mal? Weiß ich nicht. Stärke durch Talent auf 11 beschränkt. Okay, Koritowski, wie sieht's mit dir aus? Bitte, bitte, bitte. Danke, nein. Bleibt bei Stärke 9. Mbier, ich glaube, da ist auch seine Maximalstärke 11. Müsste, glaube ich. Bin mit Dalipi jetzt, bin ich mal gespannt. Haji, wie sieht's mit dir aus? Er wird bestimmt abgewertet, oder? Nee, der bleibt bei 3. Wood. Wie sieht es bei dir aus? Wird aufgewertet auf 11. Oh, schön. Okay. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ja, komm. Bitte auf 10. Jawohl. Aufgewertet auf... Jo. Ey, krass. Ja, sehr gut. Dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Dann mache ich das auf jeden Fall. So, aber der bleibt bei 6.
Ich ziehe den aber trotzdem hoch. So viel steht schon mal fest. So, Cornels Wechsel von Gladbach nach Trier. Dann haben wir Eboué von Athletic Bilbao nach Frankfurt. Tendilo von West Bromwich nach Hertha BSC. Bornau von Atletico Madrid nach Paderborn. Dubuy haben wir gelesen. Von Leuven nach Benfica Lissabon. Jakob Engel von Schweinfurt nach Stuttgart. Dann haben wir Sammer von Arminia Bielefeld nach Rayo Vallecano. McBurney von WM Wiesbaden nach Granada. Dann haben wir Franjic von Wolfsburg nach Ude Almeria. Sugawara haben wir von Leverkusen nach Linz. Jake Zidane von Linz nach Wolfsburg. Lippe Gauss von Lübeck nach Kiel. Dann haben wir Kröze von De Graafschap nach Dortmund die Zweite. Und Jorginho Rutter von Hoffenheim nach Crystal Palace. So, der trainiert jetzt wieder in der A-Jugend, aber den ziehen wir eh hoch, das habe ich ja gesagt. So, okay. Wir haben noch kein Spiel, ja, da dauert jetzt noch 2 Wochen, ne? Aber wie gesagt, ich werde ihn jetzt hochziehen als 4. Stürmer. Aber ich werde, warte mal, jetzt bin ich am Überlegen, oder sollen wir das lassen? Ich bin jetzt echt am Überlegen, sollen wir das oder sollen wir das nicht machen? Weil der muss am Ende 5 Einsätze bekommen, ne? Damit der nicht abgewertet wird. Profikader, ja komm. Den packen wir im Profikader. Wie sieht's mit Els Rui aus? Hat er jetzt wieder Bock auf Vertragsverlängerung? Ja. Noch ein Versuch. So, okay. Korea, die lassen wir erstmal. Langa, Olobitski, Abilio hat auch einen Sprung gemacht. Ja, Polozzi, mit dem sprechen wir auch mal. So, okay, dann gehen wir mal in die nächste Woche hinein. So, Dalipi, ich würde den direkt 4 Jahre geben mit Option. Machen wir hier 200.000, hier machen wir 3.000, da machen wir 2.000. Ja, ein bisschen noch, ne? Machen wir 240. Ja, nimmt das Angebot an, sehr schön. So, Els Rui, ne? Ja. Machen wir 2,3 Millionen direkt, hier machen wir 30.000. Und hier machen wir nochmal 500.000. Da muss er aber mal annehmen hier. Und 3 Jahre plus Option. Immer noch nicht. Junge, Junge, Junge. So, dann machen wir 1 Million. Dann machen wir 1,2 Millionen. Hier gehen wir hoch auf 2,5 Millionen. Hier gehen wir auf 35.000. Und hier machen wir auch nochmal 3.000. Immer noch nicht. Leute, Leute, Leute. 1,5 hier. Und hier machen wir dann 2,8. Ja, da ist er zufrieden, ne? Wurde damit um 3 Jahre verlängert. Sehr schön. Endlich. So, Ligapokal in England. Die Jugendspieler. Meffert hat sich stark verbessert und hat nun Stärke 7. Sehr schön. Ja. Stärke 7. Das ist schon heftig, muss ich sagen. Den gucken wir uns einmal kurz an. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Position der nochmal spielt, der Meffert. So, Fofana wechselt von Wolfsburg nach Leverkusen. Lloyd Addo Kufur von Union Berlin nach Stuttgart. Hofak von Lokomotive Leipzig nach Darmstadt. Dann haben wir Urban von Dortmund nach Girona. Dann haben wir Zaid El Morabit von Real Madrid nach Sparta Rotterdam. Rosenfelder von Ontario nach WM Wiesbaden. Dann haben wir Tanganga von Tottenham nach Excelsior Rotterdam. Dimas von Utrecht nach St. Pauli und Ibrahima Konate von Liverpool nach West Bromwich. So, diesmal sind nur 3 nominiert. Eicher, Ramsey und Rashidi. Okay. Hier haben wir keinen von uns. So, wir gucken uns mal wegen Meffert an. So, hier. DM ist der. Das ist richtig gut. DM, großes Talent, ey. Also, der wird bei uns sowieso Fuß fassen, der Junge.
Also den werden wir locker hochziehen. So, Ramsey-Gespräch. Vom Kraus auch mal. Leo Dolta. Patrick Wimmer kriegt auch mal eins. Ebbe. 120 hat er eigentlich, ja krass, ne? Und Cometio kriegt auch mal eins. So, Dalipi ist jetzt komplett bei uns. 5,8 hat er. Mimose. Ja. Aber wie gesagt, der kommt trotzdem mal ab und zu mal zum Einsatz. Das ist sehr wichtig für den. Ey, der hatte doch schon ein bisschen. Zählt gar nicht. Was ist das? Aber okay, so, der macht Kopfball. Nee, komm, der macht Elfmeter. Also das auch in sich. So, wir haben jetzt noch eine Woche vor uns in dieser Folge und dann in der nächsten Folge geht es dann in die Saison weiter. Da bin ich mal gespannt, wie wir in der Rückrunde starten werden. Amateurspieler haben wir jetzt auch nichts Bewegendes. Jugendspieler, ja wie gesagt, haben wir richtig gute Talente. Ne? Am meisten der hier, der Meffert. Ja, der ist hier der absolute Superstar. Also wenn der jetzt in der A-Jugend kommt, also ja, mal gucken, vielleicht verbessert der sich da auch noch zu Stärke 8 oder so, also boah, den ziehen wir so oder so hoch. So, da haben wir alles, genau, dann gehen wir mal in die nächste Woche hinein. Dalipi hat in diesen Tagen in der Schule eine wichtige Prüfung und ist deshalb nicht ganz bei der Sache, okay. Eine wichtige Prüfung hat der Bursche. So, Ligapokal. Genau, Finale ist jetzt Leeds United gegen West Ham. Okay, so, Wimmer, Ebbe und Cometio. Achtung, in der nächsten Woche schließt die Transferliste. Wenn Sie noch einen Spieler verkaufen oder verpflichten wollen, sollten Sie jetzt handeln. Nö, da haben wir alles schon. So, Juszczyk wechselt von Augsburg nach Hoffenheim. Dann haben wir Piatkowski von Paderborn nach Sparta Prag. Nsoki von Dortmund 2 nach Erzgebirge. Ach nee, jetzt habe ich mich verguckt. Von Wolfsburg nach Fortuna Düsseldorf. So. Vermeulen von Dortmund 2 nach Aue. Paulus Abraham von Mainz 05 nach Brentford. Dann haben wir Lehmann von WM Wiesbaden nach Kamboy-Leeuwarden. Was haben wir denn noch? Hubo von Man City nach Wolfsburg. Martina von Hartberg nach Union Berlin. Buzas von Hoffmann nach Klagenfurt. Ansonsten war es das. Okay. Breyer wird umworben bei Nürnberg. Nürnberg, ne? Die haben aber einige Verluste, muss ich sagen. Die verlieren einige Spieler, ne? Wir spielen auf jeden Fall in der nächsten Folge dann gegen Paderborn. Wir können ja schon mal gucken, wen wir eigentlich einsetzen. So, Abilio. Gut, da tut sich jetzt so wirklich nichts, ne? Gut, hier könnte man vielleicht überlegen, ne? Aber sonst ändert sich 0,0 was. So nebenbei. Ah. Ja gut, Außenverteidiger vielleicht. Da kommt Polozzi rein für Rashidi. Aber das war's auch. Sonst haben wir alles. Ne, wie gesagt, also von der Stamm. Personal ändert sich gar nichts so wirklich jetzt, ne? Aber gut, so soll es sein. In diesem Sinne, ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann haben wir die Spiele gegen Paderborn, gegen Bayern München und gegen Mainz 05. Wir können ja noch mal kurz gucken: Paderborn auf 5, Bayern auf 1. Und die andere Mannschaft war Mainz 05. Mainz 05 steht auf Platz 16. Wow. Ja. Schwierig, aber machbar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag so lange Tschüss und bis dann.